Anlass ist unser 20-jähriges Jubiläum, das wir heuer in Mettenheim feiern. Und da sind unsere Kollegen und Kolleginnen auf die tolle Idee gekommen, ein Kreuz zu stiften. Und da ist uns ein besonders schöner Gipfel über den Weg gelaufen. Wir hoffen, dass das ein schönes Symbol ist für uns, für unsere Arbeit. Ja, wo man auch immer wieder sich schindet mit jungen Menschen auf dem Weg von Schule zu Beruf, die es besonders hart haben, die es besonders schwer haben. Und manchmal auch viel schieben und ziehen und mühen und pusten brauchen. Und das haben wir jetzt erlebt. Und das, denke ich, wollen wir jetzt auch feiern. Dass so viele da sind, dass wir hier auf diesem Gipfel jetzt miteinander einen Gottesdienst feiern dürfen zum Lob, zur Ehre Gottes und dabei im Gottesdienst dieses wunderbare Kreuz dann auch segnen dürfen. Es ist schon ein beschwerlicher Weg, bis wir da zum Gipfel kommen. Ich habe zumindest ganz kräftig schnaufen müssen. Und ich habe mir gedacht, das ist auch ein Stück Wirklichkeit. Wer zum Gipfel kommen will, der muss halt schauen, dass es Schritt für Schritt bergauf geht. Und es ist nicht immer leicht. So wollen wir jetzt zum Lob Gottes diesen Gottesdienst feiern. Aber ich glaube, wir dürfen auch die Anliegen alle mit hineinnehmen, die uns selber beschäftigen, wo wir selber manches zu tragen haben, was mit Kreuz zu tun hat. Manche Sorgen, manche Nöte oder von Mitmenschen, wo wir wissen, dass sie schwer zu tragen haben, dass auch sie unter dem Segen Gottes stehen, dass sie die Kraft Gottes für ihr Leben erhalten. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Ja, im Leben kommt es in vielen Situationen auf das richtige Vorzeichen an. Für uns Christen
ist eigentlich das Kreuz, das Vorzeichen, unter dem wir unser Leben stellen. Es ist unser Erkennungszeichen, unser Glaubenszeichen. Und das Kreuz ist mehr als irgendein Firmenlogo oder nur ein Schmuckstück. Es ist das Zeichen für unsere christliche Identität und Zugehörigkeit. Man könnte sagen, unser Markenzeichen, aber eigentlich mehr. Das Kreuz, es führt uns hin zu dem, was unseren Glauben ausmacht, wo wir ja bekennen, wie es in der Bibel heißt, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wenn wir in unseren Häusern ein Kreuz aufhängen, auch das, dass der Schutz Gottes bei uns sein soll, oder in Kirchen, auf den Wegen, wo auch immer, da ist das Zeichen wichtig. Und schließlich auch am Ende des Lebens, über dem Grab, richten wir als Christen dieses Zeichen aus, weil wir an das Leben über den Tod hinaus glauben, durch Jesu Erlösung. Viele Jahrhunderte lang war das Kreuz auch im öffentlichen Leben ein anerkanntes Zeichen für unser christlich geprägtes Land. Da hat es selbstverständlich den Platz gehabt, ob in Schulen, in öffentlichen Gebäuden, auf den Fluren oder eben auch auf den Berggipfeln, weithin sichtbar. Und auch da ist es nicht ein zufälliges oder austauschbares Zeichen. Es steht für eine größere Wirklichkeit, für eine christlich geprägte Kultur und Gesellschaft. Und wenn es heute entweder Bestrebungen gibt, dieses Zeichen ganz wegzutun oder durch andere Zeichen zu ersetzen, oder wie es in den letzten Jahren immer wieder passiert, Menschen kommen und nachts Kreuze umsägen, weil es sie stört, dann ist das schon sehr, sehr bedenklich. Das Kreuz, es stört wohl, weil es an das Dasein Gottes erinnert und an die Anerkennung christlicher Werte. Es ist zugleich schöner Ausdruck dafür, dass wir unser Leben unter den Segen Gottes stellen. Umso schöner, liebe Mitfeiernde, ist es, dass wir heute hier auf dem Spitzstein mit dem neuen Gipfelkreuz einen positiven Akzent setzen dürfen, über den wir uns freuen und der durch Sie, dass Sie hier sind, Anerkennung und Zustimmung findet. Möge dieses Kreuz lange Zeit weit in die Umgebung hinein ein Glaubenszeichen sein, für viele Menschen eine Ermutigung. Amen. Unser Vater, du hast uns durch den Kreuzestod und die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Fülle des Lebens befreit. Segne dieses Zeichen des Leidens und Sterbens, das er für uns ertragen hat. Das Zeichen, das zugleich Zeichen des Sieges über Sünde und Tod ist. Stärke alle Menschen, die dieses Kreuz geschaffen und hierher gebracht haben, und alle, die es ehren. Stärke sie im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Lass alle Menschen, die auf diesen Gipfel kommen oder von den Tälern ehrfürchtig auf dieses Kreuz blicken, im Schutz des gekreuzigten Erlösers geborgen sein. Ich habe da ein bisschen ein Weihwasser noch mitgebracht, weil wir da hinschütten.